Hallo zusammen, Arizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Macht zu zerstören, anzunehmen bei Kultivator Todesweber in der Drachenöde, in diesem Gebiet. Der patrouilliert hier ein bisschen in Nagmar Summer, in diesem Kreis. Die Vorquests waren im Dienste des Blutes, im Dienste des Unheiligen und im Dienste des Frosts. Das waren die Vorquests. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Gebiet ist. Ich bin aber davon überzeugt, das Video hilft euch auch in Viotelka lässig. Also, falls ihr keine Bugs habt, kommt ihr hier in diese Schattenwelt. Und hier in der Schattenwelt müsst ihr diese Mobs hier töten, was hier herumschweben. Schattenhafte Peiniger. Es könnte sein, dass wenn ihr die Quest in Viotelka Classic macht, da nicht so viele schattenhafte Peiniger sind, weil vermutlich mehrere Spieler diese Quest machen. Ich weiß nicht, ob sich das Ganze teilt mit allen Spielern. Und nun ist die Quest bereit zur Abgabe. Aber wo und wie? Ganz einfach. Jetzt müsst ihr hier diesen Buff wegklicken. Einfach rechtsklick drauf. Und schon kommt ihr in die normale Welt. Müsste genauso funktionieren in Viotelka Classic. Hoffe ich. Wenn nicht, bitte in die Kommentare posten. Was ist euer Begehr? Quest ist dann abzugeben. Und habt ihr es gesehen? Solltet ihr aus Versehen aus dieser Schattenwelt hinauskommen, einfach zurück zu Cultiva laufen und er kann euch wieder in die Schattenwelt schicken. Aber nun, Quest ist abzugeben bei Cultiva Todesweber in der Drachenöde, in diesem Gebiet. Ich hoffe, mein Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!